diese Felsformationen hier in Südtirol, diese Flanken begeistern mich. Wenn ich hier den Fels spüre, ist das für mich eine unglaubliche Verbindung zur Natur, wie ich sie auch im Wein erlebe. Mi chiamo Willy Stürz. Da più di 30 anni faccio il lavoro di enologo in cantina Tramin e la mia grande passione è il vino. Sono nato e cresciuto qui a Termeno e quindi ero predestinato ad entrare in contatto con la viticoltura. Fin dall'inizio il contatto stretto con i viticoltori è stato di estrema importanza per me. Kommen Sie ein bisschen dichter, Kinder. Vier sind Sie höher, die Würzel, hä? Ja, ein bisschen fauler sind Sie. Ja, wenn oftmals ist, wo ja. Die Holzreife nicht perfekt ist, sollen wir einfach selber wegtrennen. Das ist selber entfernen. Ja. Ja. Aber Sie fangen schon an, braun werden die Kerne. Ja, ja. So langsam kommt die leichte Färbung ein. Ja. Bis auf die Spitzlein viel geht, nachher sind wir ideal. Mit der letzten Korrektur können wir noch schön durch. Mhm. Da brauchen wir leider ein bisschen was. Ja, genau. Wenn der Weinbauer oder die Weinbäuerin jeden Tag in den Weinbergen steht und einfach das Gefühl da ist, wo man sofort spürt, jetzt geht es zum Beispiel in eine etwas trockenere Phase rein, jetzt müssen wir reagieren. Und dieses Gefühl, das da ist, können wir einfach bestens dann in die Weinqualität rüberbringen. Das Aroma ist schon auch extrem gut, gell? Was ja, gerade das Ding. Vorstellbar ist muskatig. Ja, geil ist ja. Ja. Und was da sicher ein Vorteil ist, dass es nachmittags aufnimmt, bald einmal Kieler wird. Ja. Dann können sie sich richtig erholen, nein, die heißen Tage. Il mio primo contatto con il mondo scientifico dopo il liceo è stato il centro di sperimentazione Limburg. Lo scambio con gli scienziati e gli studenti è di enorme importanza per me, perché ci permette di fare delle affermazioni su misura sul nostro territorio. Es wirklich frappierende von der Wurzel ist, dass es sich statt Oiden gleisig in Hang eine gedreht hat. Und da sieht man eben, dass die Rebwurzel ganz gezielt dorthin wächst, wo sie Mineralstoffe, wo sie Wasser findet, wo sie die Rebe ernähren kann. Das, was man hier sieht, unterstützt eigentlich den Terrassenanbau. Und plus mit der ebenen Fläche gut mit Einsorten aufzubaut ist und dadurch die Biodiversität auch noch zunimmt. Ich bin auch überzeugt, dass es für die Zukunft des Weinbaus von enormer Wichtigkeit ist, dieses wissenschaftliche Auge aufrecht zu erhalten. Grazie a questo lavoro in vigna possiamo evidenziare ancora meglio il carattere specifico del nostro territorio. Tenendo conto delle condizioni che hai davanti, devi trovare la tua strada e sviluppare il tuo stile. Questo è ciò che accomuna il mio lavoro quotidiano nel vino e quello che sento quando scalo una montagna. È una libertà che mi prendo, sia nel mio lavoro che nel tempo libero, per dare spazio alla creatività. Diese kühle Frische, die wir durch unsere Berge haben, gepaart mit dieser Salzigkeit, mit dieser Finesse, diese Kombination lässt etwas ganz Besonderes entstehen. Ich finde einfach auf Anhieb frisch im Mund, lebendig. Mhm. Wenn die Saftigkeit, die Lebendigkeit so gut bleibt, nachher kann man sicher noch zwei Monate eine Reihe anhängen. Gerd der Jahrgang, wo sie uns danken, so wie es ausschaut. Alla fine è molto semplice. Un buon bicchiere di vino, la vastità delle montagne, sono questi i momenti.